Ich bin immer gern gereist. Ich bin schon in der Lehre immer per Autostopp eigentlich durch ganz Europa durch. Das ist damals noch gut gegangen. Das ist mir noch mitgenommen worden. Mhm. Ist eigentlich gefährlich gewesen, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Ach, einmal bin ich mit einem Schwulen eingestiegen, wo ich nicht gemerkt habe, hat ihm irgendwo in der Provence ausgesetzt, weit im Gebirge, und ich bin etwa einen Tag zurückgelaufen. Oh, schön. Ohne Orientierung. Es wäre nicht passiert, wenn er in Frauenbegleitung gewesen wäre, oder? Nein, definitiv nicht. Und damit sind wir schon bei den Themen von der 5. Ausgabe Comedy Männer. Wir reden heute über 3 Arten von Tieren: Männer in Begleitung, Wildsäue beim Flirten und Wahl beim Kotzen. Mit mir sind der Michael Schweizer. Hallo, und Aaron Herz. Wie geht's euch? Gut, ich hatte eine sehr unterhaltsame Woche. Und zwar haben wir im Büro eine Diskussion gehabt. Und ist ja oft so, dass bei Diskussionen dann schnell das Internet beizogen wird, oder zum Verifizieren, was stimmt und was nicht. Nicht immer gut, haben wir festgestellt. Und zwar ist es darum gegangen, ein Kollege hat behauptet, der Bradley Cooper sei mal dick gewesen. Und wir haben behauptet, nein, das stimmt nicht, der war nicht dick gewesen früher. Das stimmt jetzt einfach nicht. Doch, der ist dick gewesen, nein, der ist nicht dick gewesen. So, die Diskussion ist hier und her gegangen. Also, wir gehen es verifizieren. Wir sitzen im Büro, an einem Computer ran. Der Kollege geht googelt. Oh Gott. Bilder und gibt ein Bradley Cooper dick. Das Internet redet Englisch. Es ist nicht der Bradley Cooper auf dem Bildschirm, okay. Sondern ein Penis, der angelegt ist wie der Bradley Cooper, oder was? Plural. Ah, okay. Google kommen ja dann so Bilder. Ja. Ja. Einfach Penisse auf einem Bildschirm im Büro. Okay. Aber jetzt die grosse Frage hast du nicht beantwortet. Was hat er für einen Penis? Ist kein Thema mehr gewesen. Auch nicht, wenn er dick ist. Ich finde so Situationen immer mega geil, so man merken, wer tickt wie im Team. So merkst du dann, wie sie reagieren? Weißt du, wenn so etwas auf dem Bildschirm. Ah. Wie viele Therapiestunden hat es dich gekostet, damit du heute hast über das reden können? Null. Okay. Null. Das ist klar. Wie geht es dir, Michael? Hervorragend geht es mir. Ich habe die letzte Woche, nach der Aufnahme der Comedy Männer, bin ich ins Auto gehockt, weil ich mein Auto in den Service bringen musste. Oha. Und dann. Ich habe aber durch komplizierte Umstände habe ich meinen Garagist in Schwanden, im Kanton Glarus, weit hinten im Ziegerschlitz. So. Liebe Grüße, Garage Müller. So. Und dann hat der Müller gesagt: Los, ich bin sowieso in Zürich. Wir können dem Abend können wir die Auto wechseln, dann musst du nicht extra hinterher fahren in den Ziegerschlitz, oder? Ich sagte: Das ist doch eine super Idee, oder? Bin dort hergefahren, wo ich ihn getroffen habe, oder? Steig aus. Er gibt mir seinen Schlüssel. Porsche-Schlüssel. Ich so, oh nein, Porsche. Oh Gott, wieso muss ich jetzt nach Porsche fahren? Wieso muss ich Porsche fahren? Also, ein Porsche Panamera 4S, das ist der viertürige Porsche. Also, das ist so die Staatslimousine von Porsche. Und ich musste die 2 Tage fahren und am ersten Tag wirklich so tief wie möglich im Sitz unten versunken. Bin froh gewesen, da hinten tönt die Scheibe, die Kappe tief ins Gesicht gezogen. Aber dann muss ich zugeben, als ich dann am Tag drauf zu meinem Skoda wieder abholen in Schwanden hin, auf der Autobahn gefahren bin, am Zürichsee entlang, schön den Tempomat drin hatte und den Lane-Assist drin hatte. Und es ist eine gute Musik gelaufen, bin ich in den Porsche hineingeguckt und plötzlich habe ich es gespürt, ich werde alt, ich finde Porsche geil. Porsche sind geil. Ja, no, jetzt ist es so. Ja, wenn dann 911 Targa. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist. Also, wir fangen schon mal an sparen für deinen Geburtstag. 23. November ist der. Oh, das hätte ich jetzt nicht laut gesagt. Nein, ich habe ja nicht gesagt, ich will ein Jahr. Nein, er hat ja nicht gesagt, schreibt ihm. Nein, das machen wir dann am 23. November. Ja. Ja. Also, wünsche dir jetzt schon viel Spass am 24. November. Ist klar. Hoffe, du hast ein bisschen Zeit. Absolut. Ja. Wie geht es denn dir? Ja, ich will die gute Stimmung eigentlich gar nicht kaputt machen, aber ich habe leider schlechte Nachrichten. Ja, wir sind betrogen worden. Wer ist wir? Wir 3. Okay. Ich habe kürzlich mit einer guten Freundin geredet, die uns seit Folge 1 hört. Die hat keine Folge verpasst. Die hat alle Folgen unter dem alten Namen hat sie noch gehört. Wer findet sie am besten von uns? Alle 3. Nein, genau gleich gut. Du weißt es. Du hast sie gefragt, sie hat sie gesagt.
ist ja gar nicht das Thema jetzt. Doch, jetzt ist für mich schon nicht. Du willst aber wissen, dass ich mehr betrogen fühlen muss oder weniger. Ich weiß einfach, dass du nicht der Beliebteste bist, offenbar. Das ist korrekt. Uhrensohn. Und es ist seine Kollegin. Ja, es ist seine Kollegin. Und danach habe ich sie gefragt, wie gefällt es dir jetzt eigentlich, seit es Comedy-Männer heisst? Und dann hat sie gesagt, wie? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt wollen wir es unter Comedy-Männer machen. Und dann sagt sie, ah, nein, so, ich habe jetzt nicht mehr gehört. Ich habe jetzt eben eine andere App. Und ich, das heisst, ich habe jetzt eine andere App. Und dann sagt sie, ja, ich verbringe jetzt viel Zeit mit mir selber. Okay. Und ich habe für die Zeit eine App. Oh Gott. Und dann habe ich gesagt, also, wie meinst du Zeit mit dir? Ja, ich masturbiere. Und ich so, okay, und das hast du bis jetzt zu uns gemacht? Oder? Nein, das auch nicht. Aber sie hat jetzt eine App, wo es scheinbar gibt für Frauen, ja, die auch nicht kennt, wo Männer mit einer wahnsinnig geilen Stimme Sexgeschichten vorlesen. Ich habe mich jetzt noch nicht gefragt, ob ich das will machen. Ja, du kannst dann auswählen zwischen so ganz romantischen Sachen oder irgendwelchem abgedrehtem Hardcore-Stuff. Okay. Und dann hört sie das. Audio-Porn? Ja, es ist Audio-Porn. Mhm. Ich habe mal schnell ein Beispiel mitgebracht. Wir können es mal schnell einspielen. Achtung. Okay. Na du, ich bin Raphael. Und ich habe schon viel zu lange auf dich gewartet. Es gibt so vieles, was ich mit dir zusammen erleben möchte. Kannst du es dir schon vorstellen? Komm, lass es mich dir zeigen. Worauf wartest du noch? Und damit er jetzt die Frage beantwortet, warum wir das nicht können. Er tönt schon wesentlich besser als mir, muss ich sagen. Gut, der ist teures Mikrofon. Ja, aber ich müsste huere viel lachen. Mir kommt immer so Zeug in Sinn, so, ja, aber du kommst jetzt noch Geld für Pizza über. Ja, also auf jeden Fall, das sind die Arten von Typen, die uns die Frauen wegnehmen. Ja, audiomäßig. Ich fühle auf dem Pausenplatz nicht anders. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber und das ist Audioporn und wir wissen nicht, wie er aussieht. Genau. Wir sagen jetzt, ja, das stimmt. Und wir sagen jetzt auch nicht, wie die App heisst, weil wir machen ja keine Werbung aus, das ist Garage Müller in Schwanden. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Einfach für den Fall, dass wir jetzt tatsächlich immer mehr weibliches Publikum würden verlieren würden, sollte in diesem Fall eintreten, finde ich, müssen wir uns schon auch überlegen, ob wir nicht mehr so etwas in die Richtung machen. Ein bisschen mehr hauchen vielleicht. Aber so, wenn der Schweizer erzählt, wie er gerade das Brett, das er aus dem Holzzuschnitt geholt hat, so richtig schön bearbeitet, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen weibliches Publikum zurückbringt. Da muss man natürlich sagen, es hat sehr viel mit Technik zu tun, also jetzt nicht Sprechtechnik, sondern so Technik. Uh-huh. Und man muss näher ans Mikrofon ran. Das ist man muss sich so ein bisschen ins Sessel reinfallen und dann das Mikrofon so ein bisschen hernehmen. Uh-huh. Dann sagen, das Stefan. Ist, das ist tatsächlich so. Schön geht es dir gut. Ja. Also, wir probieren es jetzt trotzdem weiterhin mal so ein bisschen mit den Themen der Woche. Ich hätte noch eine zweite Geschichte vom Zurich Film Festival, aber das kann man vielleicht ein anderes Mal erzählen. Gut. Dort war apropos geile Stecher auch einer gewesen. Der war mal mit Halle Berry geheiratet gewesen, hat sich dann von ihr scheiden lassen. Halle Berry, die hätte ich gehört. Sorry. Einfach einmal. Entschuldigung, ja nein, wie heisst der Mann von der Halle Berry? Der Blueberry, ist ja klar. Halbwegs eine Geschichte fertig machen. Halle Berry. Halle Berry. Nein, das ist ein anderes. Harry Berry. Der Harry Berry. Harry Berry. Harry Berry. Ich bin mal mit der Halle Berry zu der Harry Berry Bolliger. Fast wie hätte mal gestorben, wenn der mit der Halle Berry mal zusammen war. Das ist ja mit meiner Ex-Frau. Hallo, Halle. Also, long story short, der ist mit der Halle Berry zusammen gewesen. Hat sich dann von ihrer Scheide lassen. Wieso lässt man sich von der Halle Berry scheiden? Ja, aber nein. Wieso lässt sich jemand von der Halle Berry scheiden? Was stimmt nicht mit dem? Weil er sexsüchtig ist. Das war die Begründung. Es hat ihm nicht gelangen mit der Halle Berry. Okay. So. Wow. Das war die Geschichte, die am Closing Night vom Zurich Film Festival wirklich so. Der ist über den Teppich gelaufen. Also, das ist der, der sich von der Halle Berry scheiden lässt, weil er sexsüchtig ist. Okay. Ja. Ja, okay. Das passiert einem dann so. Oh Gott. Das ist ja unser erstes Thema. Also, das ist eine Geschichte, oder was? Nein, ich habe versucht, eine Überleitung zu machen. Vielleicht hättest du das Mikrofon näher kommen, wenn du die Geschichte erzählt hast. Der Harry Berry. Der Herbert mit der Heli. Ich habe eigentlich nur versucht, eine Überleitung aufs Filmfestival zu machen. Ja, wie war das denn? Hey, es war ein sehr lustiger Abend gewesen. Am Samstag ist das 17. Zurich Filmfestival zu Ende gegangen. An der Closing Night haben die Männer nur in Begleitung von einer Frau teilgenommen. Halle Berry war nicht dort. Die Begründung war, weil sich junge Männer oft schlecht benehmen. Ja, das habe ich auch gelesen. Aber das stimmt ja einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Alle Männer benehmen sich schlecht. Ja. Nicht nur die Jungen. Nein. Wirklich nicht. Die hat gescheit gesagt, du musst in Begleitung von deiner Mutter kommen. Oder? Dann ist der einzige Moment, wo sich junge Männer anständig benehmen. Aber das, wirklich. Das ist so. Ja.
Das stimmt. Hat doch, was, wo ist das gewesen? Ist das beim Fußball gewesen, oder wo? Du hast die Geschichte vorher erzählt. Ja, ich glaube, in Brasilien ist es gewesen, haben das Problem in den Kurven, oder? Er ist immer ausgeartet, Petarde geflogen, Gewalt auf den Rängen. So. Und dann hat der Verein hat die Mütter ausfindig gemacht von den Rädelsführern. Und die sind irgendwann an einem Match vorne reingelaufen, so als Ordner, in orangen Westen. Und dann war es ruhig gewesen. Ja. Nie mehr etwas. Du kennst blöd von Mami. Wirklich? Nein. Aber wegen dieser Begleitung, man hat dann auch schnell reagiert, oder? Gewiffte Geschäftsleute haben an der Langstrasse und mir die Frauen angeboten. Sind die das ganze Jahr? Weiss das ganze Jahr dort, aber da weiss ja niemand von denen. Wobei, ich finde es immer gut, wenn ich irgendwie an einer Party bin und eine Frau dabei habe, das ist immer gut, weil wenn die Schlägerei anfangen kann, die Jacke heben. Ich mein, das ist sehr okay. Also von dem her, ich weiß nicht, ob das wirklich geholfen hat. Ich weiß nicht. Du gehst zuerst so einen knallharten Actionfilm schauen mit irgendwie krassen Typen, die alles zusammenschlagen und nachher sollst du dich benehmen. Ja. Du bist also total gehypt und hast das Gefühl, ich kann das auch. Ja, ja so. Natürlich. Ja. Das ist das Steronklad aus dem Film raus. Also das ZFF ist jetzt 17, oder? Richtig. Aha. Also das ZFF darf nicht mal bei sich selber rein, oder? Und für den Polanski wäre es zu alt. Ja. Absolut. Ja, und zwar massiv. Ja. Massiv. Wobei ich habe bei meiner Anmeldung, also bei meiner Einladung, habe ich als Begleitperson draufgeschrieben, Beate Zschäpe. Ist auch wieder nicht recht gewesen. Also mit jeder Frau darfst du nicht auftauchen. Weißt du, was ich meine? Ich habe die Einladung gehabt, und, aber es ist im Fall, also ich habe es nur in der Presse gelesen, dass es nur mit Frauenbegleitung ist. Also ich bin auch ohne gegangen. Ja, aber du bist ja kein junger Mann. Du musst dich schon... Die Zeiten sind vorbei. Und jetzt sieht man auch so ein bisschen die Abstufungen, nicht? Weißt? Beim Knie sind wir zwei noch dabei gewesen. Ja, haben wir Einladungen gehabt. Heute sind wir noch dabei gewesen. Ja. ZFF hat es nicht gelangt für uns. Nein, ist der Cut. Nein. Wir müssen entweder warten, bis wir berühmter sind, dass wir auch als ZFF eingeladen werden. Also, oder, wenn wir nicht warten, oder, einfach mit einer jungen Influencerin gehen. Ja. Also in dem Fall warten. Ja. Lange warten. Also eigentlich ist ja die Regel hochgradig sexistisch, oder? Aber da hat wieder niemand etwas gesagt, oder? Aus der feministischen Ecke ist nicht gekommen. Nein. Ich habe auch auf den Tweet von der Patti Basler gewartet, aber er ist überraschenderweise nicht gekommen. Nein. Aber gut, es gibt ja Veranstaltungen, wo nur Männer unter sich sind, die gut funktionieren, oder? Die ganzen Zoft-Veranstaltungen, oder? Und ich meine, das ist ja gerade neben der 6-Leute-Wiese hat das stattgefunden, oder? Nachher sind dann alle noch rumgekommen, sind dort noch ums Festzelt geritten, dreimal. Das ist das eine richtig zoftige Veranstaltung gewesen. Und in diesen Zoft-Veranstaltungen, wenn sie sich da gegenseitig gehen besuchen und so, da geht es eigentlich immer sehr gesittet zu und her. Ja. Das Ross hat als Begleitung nicht gelangt. Nein, das Ross hat nicht gelangt, nein. Ja, es hat ja aber einen Schwanz. Also von dem macht es ja keinen Sinn. Oh Gott. Was ist los? Dafür weiss ich jetzt wieder, für was ZFF steht. Ja. Das sind die drei Sachen, die du musst mitnehmen musst. Nämlich Zertifikat, Fliegen und Frau. Ja. Das sind die drei, die es braucht. Ja, aber ist eh komisch. Nicht? Im Filmbusiness sind es jetzt nicht wirklich die jungen Männer, die für Ärger sorgen. Ich sage nur Harvey Weinstein. Ja, das stimmt. Also wenn, das die alten, wenn die alten Männer sich in dieser Filmbranche wollen, schlecht benehmen, dann veranstaltet es einfach ein Casting. Ja. Aber weißt du, Frauenpflicht? Liberté! Ja, Liberté! Das ist Frauenpflicht am ZFF. Aufstand. Ja. Wir sind immer noch mit im Kampf gegen das Coronavirus und da plant der Bundesrat eine grosse Impfoffensive. Das ist auch unser erstes Thema jetzt. Wer jemand von der Impfung überzeugt, der bekommt neu 50 Stutz. So funktioniert das jetzt. Nein, das funktioniert ganz sicher nicht. Wieso? Ja, lass dich impfen, dann komme ich Geld über. Mal. Super Argument. Du musst einfach nochmal einen anderen finden, der noch nicht geimpft ist. Dann geht das schon, oder? Kann gemeint sein, ja. Ja, also das muss mir eigentlich das machen, was der Alain Berset nicht geschafft hat. Für das, finde ich, ist jetzt einfach 50 Stutz zu wenig. Ja, also 50 Franken Belohnung, tot oder geimpft. Ja. Und ich zahle nochmal 50 oben drauf, dann könnt ihr 100 Stutz verdienen, wenn ihr die Person dann auch noch davon überzeugt, Telegram zu löschen. Zahle ich oben drauf. Wirklich. Dreck. Ja, oder ich lasse mich so impfen, oder? Ja, aber ich bin schon viermal geimpft. Nein, komm jetzt. Komm, steig jetzt in den Bus und da nimmst du deine Kollegin gerade auch noch mit. Sie sind nicht mein Enkel. Psst, doch. So, wie will unbedingt geimpft werden. Ja, aber nein, für 50 Stutz, das ist nicht Deutschland da. Für 50 Stutz steht in der Schweiz niemand auf, um sich zu impfen. Ist da irgendjemand ein bisschen zu viel im Schwarzwald gewesen? Oder was? Deutsche Preise? Ich verstehe es nicht ganz, wirklich. Aber ja, so eine Fahrt im Impfbus, fahrt der Impfbus bis in den Schwarzwald? Das wäre die grosse Frage. Der Impfbus nicht?
Aber die Impflimo. Die Impflimousine, natürlich. Ja. Anschlussfrage, müssen die eigentlich bei Bewusstsein sein, wenn man sie zum Impfbus bringt? Fragst du für einen Freund? Schmück mal an dem Lumpen. Frage für einen arbeitslosen Kollegen. Das beste Argument. Ja, aber nochmal eine wichtige Frage. Kann man die 50 Stutz auch rückwirkend noch einfordern? Aha. Ich glaube, wir haben vielleicht mit dem Podcast ein, zwei Leute können überzeugen. Unter Umständen. Möglich. Ja. Gut, du kannst es einfach machen. Du kannst einfach vor so einem Impfbus oder vor so einem Impfzentrum oder? Und sagen, das ist meine Schlange, die haben alle ich überzeugt. Oder? Du schaust nicht meine Schlange an. Weißt du, so. Und dann, ich glaube, da gibt es schon einen Trick, um dort noch rein oder die 50 Knoten abstauben. Ja, ich glaube, auch viele warten jetzt einfach bis auf 100 höher. Ja. 100%? Ja. 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 Ja gut, ich habe den Impfstoff von Moderna schon drin. Für 100 Stutz würde ich jetzt auch noch Pfizer reinlassen. Ah, dann bist du doppelt geimpft. Ja. Aber auch wichtig, Klarstellung aus Zürich. Du kannst dich auch impfen lassen, ohne in Begleitung zu kommen von einer Frau. Also das ist wichtig. Oder? Du musst nicht zwingend eine Frau mitbringen, die 50 Stutz gibt es trotzdem. Ah, die gibt es ja nur für den, der weiterempfiehlt. Das ist das. Genau. Kunden werben Kunden. Genau. In der Kreditkartenbranche macht das schon ewig. Das funktioniert, glaube ich, auch dort nicht. Nicht wirklich. Nein, wirklich nicht. Ja. Und wenn, dann vergessen sie. Ja, ey, tu die angeben und nachher vergessen sie. Ja, genau. Ja. Im Fitness. Finde ich auch sehr lustig. Das kommt dafür einen Gratis-Monat über. Ich komme einen Gratis-Monat über, geht aber nie. Ja, das hast du bei Tesla hast du das auch. Dass wenn du einen anderen Kunden anwirbst, kommst du irgendwie 100 Stutz über. Dann denkst du so, ja. Ja, wow. Auf einen Tesla. Auf einen Tesla, der irgendwie 120.000 Stutz. Hey, nein, hey, komm. 100 Stutz für dich. Wow, krass, ist nur ein netter Mann. Man muss jemanden einen Tesla empfehlen. Er ist einfach ein Visionär, der Elon. Er ist einfach ein Visionär. Gibt es einen Tesla-Impfbus eigentlich? Und so lautlos kommt und zack, hast du Spritze drin. Ja, die haben doch jetzt die Impfstellen, die mobilen, wenn sie vergrössern, irgendwie von Universitäten, auf dem Dorfplatz, wenn sie an, vor der Disco, vor dem Fußballstadion, überall an. Die Impfstellen, die sind so mobil, du kannst dich sogar im Joggen impfen lassen. Wirklich. Wie so ein Laktattest. Aber haben sie geschrieben, vor der Disco? Ja. Disco? Disco. Ich glaube, 1985 war Corona noch kein Problem. So im BAG, also, wo können wir uns impfen lassen? In der Diskothek. Daniel Kochler persönlich vorbeigegangen und hat die Leute geimpft. Im Tanzlokal. Der Taxidancer hat noch eine Spritze mitgenommen. Oder weißt, vor dem Stadion, oder wenn sie dann dort fragen, nehmen sie die Wurst mit oder ohne Impfung? Ja, und bei GC gibt es ja dann auch die Impfung direkt aus China. Ja. Oder? Die haben ja eigene Vakzin. Ja, gut, aber bei GC lohnt sich jetzt der Aufwand nicht. Wieso? Wegen diesen 7. Oh. Ich wäre ja so fest ruhig, wenn ich aus St. Gallen wäre in dieser Woche. Wir haben ja gesehen letzten Samstag, bei euch würde es funktionieren mit dem Impfen. Ihr lohnt ja wirklich alles rein, wie wir gesehen haben am Samstag. Das ist allerdings 100% geimpft unter den St. Gallen. Goal, Impfungen, bringen es. Ah, jeez, ja. Was haltet ihr von dieser Massnahme, jetzt Geld zu zahlen? Es sind alles Verzweiflungsmassnahmen, weil man es vergeigt hat, vorher schlau zu kommunizieren. Punkt. Ja. Und das hilft jetzt alles nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Ja, bin nicht sicher. Nein. Ich glaube, dass wenn du bei den Leuten bist, dass du dann noch Leute erreichst. Ich glaube, ganz viele machen es wirklich nicht, weil sie jung sind und sich müssen registrieren und da ist alles irgendwie zu blöd und zu viel Aufwand. Ich glaube, du wirst viele Leute erreichen, wenn du dort bei den Testzentren, wo jetzt überall hast du Testzentren, wenn du dort auch noch einen Impfbus nebenan stellen würdest. Entweder kannst du dich impfen lassen oder du kannst testen, deine Wahl. Geile dort Idee. Sind die Leute. Geile Idee, da kannst du Leute ansprechen und sagen, hey, kannst du doch testen, komm doch mal schiessen. Also Portugal hat es ja sensationell gemacht. Also Portugal hat eine Impfquote von 98%, wenn man nur die mögliche Bevölkerung anschaut. Sonst sind es irgendwie bei 85%. Aber das ist, weil Ronaldo gesagt hat, nicht nur impfen, trinken keine Cola. Oder ja, so, oder? Ich glaube, das war es. Nein, die haben den Schlag gemacht, die haben einen General engagiert, der das Ganze wirklich militärisch durchorganisiert hat. So fangen meistens gute Geschichten an. Wir haben einen General engagiert. Nein, die haben, oder? Ja. Und der hat gesagt, oberstes Credo, Politiker äußern sich nicht zum Impfen. Die haben das losgelöst von der Politik. Der hat wirklich so die Kriegsrhetorik verwendet. Der hat immer gesagt, das ist ein Kampf, das ist ein Krieg gegen das Virus. Und die Leute haben auf den gehört, weil er nicht von der Politik war. Und der ist auch knallhart, so im Juli, wo es mal Demonstrationen gegeben hat in Portugal, ist der an die Demonstrationen im Kriegsoutfit und hat mit denen diskutiert und gesagt, das ist nicht, das stimmt nicht, das ist nicht. Wenn du sagst, oder richtige Kommunikation. Die sind nicht irgendwo auf einem Podium gesessen und gesagt, es wäre schon noch gut, wenn wir das machen würden, es würde uns allen ein bisschen helfen. Sondern der ist angeschaut und gesagt, so, und jetzt hopp.
Und das hat scheinbar relativ gut funktioniert. Plus, Portugal hat natürlich auch eine ziemlich heftige Welle damals erlebt. Die Spitäler sind überlastet. Ja. Sie haben gesehen, was das Virus da anrichtet. Das haben wir nicht gekannt. Darum haben die Leute immer noch das Gefühl, das ist egal. Aber ja, es wird auch bei uns aufwärts gehen. Ich glaube, wirklich unterschätzt man die Leute nicht. Also, ich glaube, viele haben wirklich gedacht, ja, weißt, man hat das ja gesehen im Ausland, dass das mit der Belohnung kommt. Also werden sich viele gesagt haben, die jetzt gefunden haben, es ist nicht dringend nötig für mich zu impfen. Komm, ich warte schnell ein bisschen. Yeah. Irgendetwas kommt noch. Also so dreist sind die Leute dann schon. Oder? Möglich. Ja. Eben, also ich meine, ich habe vorher als Joke gesagt, ich warte, bis es auf 100 Stutz geht. Aber ich wäre mir nicht sicher, ob nicht viele Leute sagen, weißt du was, es geht noch auf 100, ich warte mal noch. Spitz wie an der Börse. Ja, hat etwas. Wettest du ein bisschen drauf? Ja, das ist einfach ein Arschmove. Ja, da sind wir uns jetzt, glaube ich, einig. Draussen nicht zwingend. Alle. Wir suchen nach dem nächsten Thema. Eine Überleitung. Achtung. In der Türkei ist ein Mann in einer durchzechten Nacht vermisst worden und ist dann auf kuriose Art und Weise wieder auftaucht. Er hat sich nämlich an der Suche nach sich selber beteiligt. Die Welt ist so geil. Die Welt ist so lustig. Wirklich. Das Thema ist das letzte Woche. Und wie ist es rausgekommen? Ich habe mich, da bin ich. Ich habe mich gefunden. Ja, wirklich. Ja, man, schlimm wäre nur gewesen, wenn er sich selber tot im Wald gefunden hätte. Wie unangenehm, wenn du dann dort hinläufst. So, nein, schau nicht, das bin ich. Das ist nicht schön. Ja, oder sie haben ihn so befragt. Ja, jetzt sag mal, wo bist denn zuletzt sie? Oder, wahrscheinlich ist er so im Wald unterwegs, ich am Suchen mit irgendeinem anderen freiwilligen Helfer oder so. Du, wer suchen wir eigentlich? Ja, wir suchen mich. Ja, und wo bist du denn? Also, du, wie findest du mich so? Nicht. Ja. Dem sagt man Selbstfindungstrieb. Ja. Ihm wäre es wahrscheinlich besser gegangen, er wäre mit einer Frau unterwegs gewesen. Ja. Weißt du? Ja, das sind so die Typen, die nachher sagen, weißt du, ich kann mich zuerst selber finden. Das findest du ja, dann verliere ich einfach nicht. Ja, sagt der, der im Schwiegeseminar war. Ist okay. Ich jederzeit gewusst, wo ich bin. Ja, alles klar. Aber ja, es gibt es ja schon, dass man mal so ein bisschen drunk unterwegs ist und dann nachher... Ja, das kann passieren. Verliert man sich. Ja, hast du schon mal einen Rausch gehabt? Ich habe schon mal einen Rausch gehabt. Es ist gerade lustig, jetzt hat sich gerade vor ein paar Wochen hat sich einer von meinen legendärsten Räuschen, also mit den grössten Auswirkungen, hat es 10-Jährige. Ui, ja, hast du dich eingetragen? Ja. Wie hast du gefeiert mit einem Wasser? Nein, es ist so, in 2011 habe ich mir eine Harley gekauft. Ich bin die 50 geworden und dann habe ich mir eine Harley gekauft. Und ist Zahnarzt geworden? Ja. Und zwar bei einem guten Freund von mir, der die verkauft und dann hat er gesagt, los, jetzt, wo du auch eine Harley hast, jetzt musst du mitkommen, jetzt müssen wir an die European Bike Week nach Fuck am See in Kempten. Wie heisst Fuck am See? Fuck am See mit 2 A und einem K. Okay. Fuck am See. Glück gehabt. Ja. Der Fuck am See. Und dort ist die European Bike Week, das grösste Harley-Treffen von Europa. Ich mache es kurz, okay? Und dann sind wir dort rausgetonnert und er hat mir gesagt, schau, das Festival fängt eigentlich erst am Mittwoch an, wir gehen aber schon am Montag, weil das ist wichtig. Ich so, okay. Jetzt sind wir dort rausgetonnert. Da bist du den ganzen Tag unterwegs, irgendwie 700 Kilometer oder so. Dann sind wir abends angekommen, völlig geschlucht, schnell einmal durchs Village gelaufen, noch ein Bier getrunken und dann in unser Airbnb oder in die Wohnung, die wir hatten, und ein Füße gemacht und schön geschlafen. Nächsten Tag geht Töff fahren in dem Kärnten. Wunderschöne Gegend. Sensationell schön zum Töff fahren auch. Das steht, wo der Wörthersee ist. Für natürlich, die, nicht ein Schloss am Wörthersee. Ja, wirklich, man kann dann auch über den so Pass reintatschen, da auf Slowenien. Es sind wirklich mega nette Leute, super fein, es ist auch günstig. Aaron, günstig, auch für Familienferien und so. Kärnten kann ich wirklich. Ja, also die Geschichte wird präsentiert vom Tourismusverein Kärnten. Merkst du gerade? Wirklich sehr toll. Und dann sind wir am Dienstag den ganzen Tag Dörf gefahren und dann zu Abend hat er gesagt: Los, jetzt für heute Abend habe ich noch Tickets für so eine Pre-Party. Das Festival geht erst am Mittwoch los, er hat aber schon Tickets, also nicht Tickets, eine Einladung gehabt, weil er hat dort alle kennt, weil er Dörfhändler und so. Und ich so: Ja, gut, dann gehen wir dort hin. Haben eine Fraubegleitung gehabt? Nein, wir sind ohne Frau begleitet. Töff und Alkohol. Nein. Wir sind mit dem Taxi gegangen. Ja. Oder? Und dann sage ich, das ist so 2, 3, 4, 5 Kilometer. Dann sage ich im Taxi und zu ihm, denkst du dran? Ich trinke kein Whisky. Das ist wichtig. Ich trinke kein Whisky. Also, ja, ist gut, ich weiss, dass du trinkst kein Whisky. Dann sind wir dort rein, oder, haben ein paar Bier gesoffen und so, haben es lustig gehabt, eine Band gespielt. Der King Kerosin hat es veranstaltet. Das sagt vielleicht schon etwas. Also, nur schon, dass er King Kerosin heisst.
Irgendwann sind wir noch in einem Whirlpool gelandet, oder? Und nach irgendwie anderthalb Stunden in diesem Whirlpool musste ich dann mal schiffen. Lustig, mein Kollege hat irgendwie nie aufs WC müssen. der muss schon ein paar grosse Blasen haben. Schwarmswasser gesehen. Ja, ich sehe Schwarmswasser. Dann bin ich aus dem Whirlpool rausgestiegen, gell? Und bei der Badhose zu dem Zelt aus, über, und dann hat es so einen WC-Wagen gehabt, also die klassische Open-Air-WC-Wagen, wo du zuerst so zwei, drei Schritte rein musst und dann gehst du rein. Da hat es so drei Bisswar gehabt und es war nass am Boden, ich barfuß, gell, schlüpf aus und es bängelt mich so richtig grusig vor die Bisswar. So richtig grusig. Und dort muss man ja vielleicht für die weiblichen Zuhörerinnen schnell sagen, vor diesen Pissoirs ist meistens schon ein bisschen feucht. Ja, nimm das Mikrofon ein bisschen näher. Gut. Dann bin ich wieder aufgestanden, habe natürlich dann trotzdem noch Wasser gelassen, weil, ja. Und hat zu mir selber gesagt, Michael, ist vielleicht ein bisschen, jetzt ein bisschen angeheiter und so, du gehst jetzt zurück, dann leihst dich an und dann gehst du heim. Weil heute passiert nichts mehr gut. Bin ich zurück, oder? Mich umziehen, gehe an die Bar, weil der Kollege hat mittlerweile auch die Bar gewechselt, oder? Wo dem sagen, du, ich gehe jetzt, streckt er mir ein Whiskyglas entgegen. Ich so, los, du weißt, ich trinke kein Whisky. Er so, das ist kein Whisky. Es ist Bourbon. Ich so, ja dann! Dann haben wir noch Whisky gesoffen ohne Ende. Ich habe noch eine Zigarre geraucht. Ich bin seit Kindesgedenken Nichtraucher. Und irgendwann Kreuzkanone verladen, sind wir gegangen. Zum Taxi eingestiegen, losgefahren. Dann sagt er, oh, Currywurst. Ich so, es ist jetzt morgen um 4 Uhr, wir essen. Currywurst. Dann haben wir irgendwo angehalten, also an einem Currywurststand, also, was dort auf dem. Ne? Ausgestiegen und auf dem Weg zum Currywurststand haben wir so über eine Wiese rein müssen. Also am Strassenrand hat es so Wiese gehabt, nass, dunkel, kein Licht. Und dann stehe ich in ein Loch hinein, knick um mit dem Fußgelenk und bleibe dort liegen. Hat Schmerzen gehabt ohne Ende. Trotz Whisky. Trotz Whisky. Bourbon. Bourbon. Bin 10 Minuten, Viertelstunde liegen geblieben. Irgendwann haben wir dann aufgerafft. Oder? Wir haben wieder das Taxi her. Currywurst hat es keine gegeben. Reingekumpelt, heimgefahren, ins Bett. Hat den Whisky noch schnell, also respektive den Bourbon noch schnell verabschiedet, bevor ich bin schlafen. Und dann bin ich ins Bett gegangen, etwa am Morgen um 6 Uhr. Oder? Halb 8 Uhr verwacht, Schmerzen ohne Ende, ein riesig angeschwollener Fuß. Gut. Mir zwei, ich bete zusammen immer, ich kann nicht mehr voll, oder? Wieder ein Taxi gegriffen und viel lache in die Notaufnahme. Oder? Dort ein riesiger Radau gemacht in der Notaufnahme, wo es mein Röntgen schiebt. Er ruft hinter ihm, röntgt ihm den Kopf, der Fuß ist in Ordnung, röntgt ihm den Kopf. Nur so. Dann bin ich dort rein, gell, in dem Behandlungszimmer. Ein Arzt und eine Ärztin, mindestens ein Pfleger, eine Pflegerin, voll mit Leuten war. Alle schauen mich so ganz besorgt an. Gell. Und dann sagt der Arzt mit ernster Miene zu mir, wie aus dem Podcast, den du gerne hörst, offenbar: Herr Schweizer, können Sie auftreten? Und ich so: Ja, die Band ist nicht hier. Dann hat er gemeint, ich kann abstehen. Gut. Niemand hat gelacht. Niemand. Außer dich, ich habe mega gelacht, ich habe so einen lustigen Witz gefunden. Aber die haben dich alle gewusst, der Double geht jetzt zwei Wochen an der Krücke. Dann bin ich, also es war dann Mittwoch, der erste Tag vom Festival, oder? Das Festival ist jetzt erst losgegangen. Dann habe ich den Rest der Woche, oder, habe ich mit dem eingegipsten Fuß im Hotelzimmer, respektive in der Ferienwohnung verbracht. Und ja, bin dann irgendwann heim am Montag zu der Hausärztin. Frau Dr. Hämmerli, liebe Grüße, die Beste. Sagt sie, ja, dann müssen Sie zum Spezialist, oder? Ich schicke Sie in Hirschlande. Ich sehe, alles klar, gut. Den nächsten Tag, vor meinen Augen hat sie angerufen, ich habe den Schweizer Sprunggelenk kaputt, bla bla bla. Ja, ist gut, ich kann kochen, geht morgen um 10 Uhr. Nächsten Tag dort rein, Schmerzen gehabt, ohne Ende im Fuß. Ich dort hin, sage, ja, eben, ich habe einen Termin. Ja, wie ist Ihr Name, Schweizer? Ja, oh, nein, die sind da nicht. Ich sage, doch, ich bin gestern, Frau Hämmerli hat mich da angemeldet. Nein, Sie sind da. Nein, ich so, doch, ich habe Schmerzen. Schauen Sie mich an. Ich habe Schmerzen. Ich werde jetzt behandelt. Dann habe ich einen riesen Aufstand gemacht, weil ich so Schmerzen hatte im Fuß. Dann haben sie mich irgendwie dazwischen genommen. Dann bin ich heim, habe irgendwie 6 Wochen gewartet, bis ich wieder einigermaßen laufen konnte und irgendwie fast 3 Monate, bis ich wieder richtig kann bewegen konnte. Und dann bin ich dann irgendwann mal noch in die Nahkontrolle zu der Frau Dr. Hämmerli. Und dann sagt sie zu mir, Sie Herr Schweizer, wieso sind Sie eigentlich in Tiersland? Ich habe Sie in der Schultesse angemeldet. Das war sehr ein langer Rausch. Ja, das ist.
Ja, das ist jetzt kurz, es gibt eine lange Fassung von dieser Geschichte. Ich habe sie so schnell wie möglich, so kurz wie möglich versucht zu erzählen. Aber es ist eine schöne Geschichte. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Wir müssen vor allem weitermachen. Entschuldigung. Wir haben nochmal ein ganz wichtiges Thema. Neben dem Mann, der sich selber gesucht hat, hat es noch ein Bild. Mein Lieblingsthema. Bei einem Spaziergang ist die Sängerin Shakira von Wildsoja angegriffen worden. Und die Tiere haben ihre Taschen samt dem Handy geklaut. Shakira mit Pfund. Shakira, Shakira. Wie absurd kann das sein? Shakira mit nicht der Zakaria, nicht der Shakiri. Shakira. Shakira. Ich habe noch gedacht, wieso läutet mir immer Shakira und grunzt so ins Handy rein? Hä? Ja, oder die Sohn hat nachher so einen Manager angeleitet, nicht? Ja. So, und er so, hey Shakira! Hui! Hey, das wird ein Hit! Das wird ein Hit! Das nehmen wir jetzt auf! Ja, wobei ich finde es schon wichtig, gell? Jetzt nicht, also immer sagen, ja, die Huren Wildsäuen sind nicht gerade verallgemeinern. Nein! Es sind nicht alle Wildsäuen. Und die jetzt wieder kommen, ja, ich habe ja nichts gegen Wildsäuen, aber. Die Frage ist, sind die Wildsäuen spazieren oder ist Shakira spazieren? Hm? Ist sie mit dem Spaziergang oder die Wildsäue mit dem Spaziergang? Ja, man weiß aber sorry, aber das ist doch fix eine Ausrede. Die Wildsäue haben mir das Handy geklaut. Die hat doch gesoffen im Fahrt. Hat doch gesoffen im Fahrt, kann sie das Handy verloren. Das hat doch was gut. Als ehemaliger Radio-Moderator und ich sofort daran denke, sie hat ja den grossen Hit gehabt, Pigs Don't Lie. Oh Gott. Gut, hat jemand die Wildsäue befragt? Hä? Wie sehen sie die Geschichte aus ihrer Sicht? Vielleicht sind die einfach gemütlich durch den Wald gelaufen und dann kommt Shakira und bewirft sie mit dem Handy und mit den Taschen. Man weiss es nicht. Weißt du, super ist, dass sie drehen irgendwann alle zusammen komplett durch. Ja. Wenn sie nicht mehr auf Tournee gehen können, weil Corona daheim hockt. Ja. Pigs don't lie. Weißt du, was ich meine? Weißt du, wer ist jetzt lange daheim gehockt? Helene Fischer, jetzt ist sie schwanger. Oh Gott! So schnell geht es. 37, im vierten Monat schwanger. Jawohl. Hat die Bild-Zeitung berichtet. Jawohl. Und nachher hat sie es dann auch bestätigt auf Instagram. Okay. Ja, aber die viel beschäftigt. So, wann hat die Zeit gehabt, zum schwanger werden? Ja. Noch viel wichtiger, wann hat sie Zeit, um dann gebären? Mhm. Gute Frage. Ist ja immer am Arbeiten. Der Hustle is real. Immer auf Tournee, immer neue Platte, immer da. Bam, bam, bam. Also ich weiß, ich bin ja keine Frau, darum bin ich nicht ganz sicher, aber ich habe mal gehört, man geht zur Gynäkologin, um sich eine Schwangerschaft bestätigen zu lassen. Man lese nicht Bild-Zeitung. Ja. Ja, das stimmt. Schatz, ich bin schwanger. Ah, hast du einen Test gemacht? Nein, Bild-Zeitung aufgeschlagen. Aber wisst ihr das, wenn das Kind dann auf die Welt kommt, bleibt sie dann daheim und er geht arbeiten? Oder wie machen sie das? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja. Also, ich glaube, Tickets für die Geburt im Olympiastadion gibt es jetzt schon bei Viagogo. Ja, absolut. Das wird sicher das Live-Ereignis des Jahres. Ja. Also. Und entgegen meiner Meinung funktioniert Schlager nicht als Verhütungsmittel. Habe ich euch immer gesagt? Ja. Ich habe es euch immer gesagt. Heute Schlager gelaufen. Ja, ist okay. Gell? Aber du bist ein bisschen verschrocken. Ja, kein Wunder, wird die schwanger. Oder? Ihr Typ, ihr Freund, der ist ja Luftakrobat, oder? Der macht alles ohne sich. Und jetzt ist Helene Fischer schwanger. Das Live-Ereignis aus München, Olympiahalle. Gut, die Schwangerschaft passt jetzt schon nicht so, wenn das neue Album Rausch heisst. Wieso heisst das Rausch? Ja, ich glaube, sie hat einen Fuck am See. Wieso weißt du? Wieso hat sie es aufgenommen? Fuck am See hat sie aufgenommen. Mit ein bisschen Bourbon drin. Ja. Hey, und wehe, wehe! Die Helene nennt ihr Kind nicht Fritz. Fischers Fritz müssen wir haben. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Und wehe, oder? Sie schreit während der Geburt sogar die Wehe-Playback. Wobei die Helene ist ja bekannt dafür, dass sie live sind. Ja. Das ist so eine wahnsinnige Stelle. Alles, nein, das, alles live. Tanzen auch live. Nicht wie mir. Moment! Helene Fischer hat eine sensationelle Live-Stimme. Das hat sie wirklich. Möglich? Es ist die grösste Unterhalterin im deutschsprachigen Raum. Die kann Akrobatik, die kann singen, die sieht sensationell gut aus. Es ist wirklich, das kannst also, du aber alles auch. Das Thema machen wir jetzt nicht. Das können wir ein anderes Mal auftun. Ja, das müssen wir auch nicht zwingend. Wir haben noch schöne Themen. Zum Beispiel, was haben wir denn noch? Ein armer Fischer aus Thailand, der hat am Montag den Fang von seinem Leben gemacht. Am Strand hat Narong Pecharat einen Klumpen Walkotze gefunden. Das sind etwa 30 Kilogramm, sogenanntes Ambra, und die dürften etwa 1 Million Euro wert sein. Wow. Hm? Wow. Mit Kotzen reich werden. Hm. Oder wie man auch sagt, Supermodel. Aber wieso gibt es eine Nachfrage nach Walkotze? Aus dem Ambra wird eben Parfüm gemacht. Aha. Also ist wahr. Aus dem machen sie Parfüm. Wer kommt auf so etwas?
Ah, schau, Wahlkotze, da würde ich mal ansprayen. Ey, das ist der nächste Gedanke, den du hast. Offenbar. Aha, okay. Ja, die Frage ist immer, wann ist das erste Mal so etwas passiert? Ja. Weißt? Wann hat das erste Mal ein Mensch Wahlkotze gesehen und gesagt, schmeckt noch gut. Komm, lass uns das machen. Das ist wie die Katze, der Kovilupa oder wie sie heisst, die indonesische Katze, die Kaffee schießt. Ja. Ist irgendein drauf gekommen, ja komm jetzt rösten, Mann, und mach einen Kaffee draus. Obwohl eine Katze schon gefressen hat. Spannend wäre zu erfahren, was machen sie zum Beispiel aus Wahldurchfall? Machen sie ein Shampoo draus oder so? Das ist ja auch möglich. Also, machen sie vielleicht. Stell dir mal vor, wenn der Wal das wüsste, weißt du, ich würde angehen unter Wasser. Was machen sie mit deiner Kotze? Ich schmecke an den Menschen im Fall. Menschen finden das so geil. Ja? Die wichtige Frage ist, wieso hat der Wal müssen kotzen? Ist auf einen Kater Tesla gefahren? Ja. Das macht nur der Büssi. Da hat niemand Geld gezahlt dafür. Bissig. Es ist die Geschichte vom armen Fischer und der Walkotze. Ja, ich kenne sie nicht. Ja. Ja, also kommen wir gerne zum Schluss noch einen ordentlichen Schluck. Jawohl. Das letzte Thema handelt von Frosthagel und Mehltau. Die haben in den Walliser Rebbergen teils grosse Ernteausfall verursacht. Ja. Jetzt ist bereits zu Diebstahl von mehreren hundert Kilo von Trauben gekommen. Die Polizei patrouilliert und es werden Video- und Wärmebildkamera zum Schutz eingesetzt. Ist die Polizei, hä? Ist die Polizei. Die haben das Treiben kleien, die Walliser. Stimmt, in einem Fahnen wahrscheinlich. Der Oskar Freisinger hat ja seine Trauben so zum Schutz in eine Fahne eingewickelt und im Keller aufgehängt. Ja, ja. Ja, aber einen ganzen Kanton auf Entzug, das will man nicht erleben. Es wäre wichtig, dass da wirklich der Wein produziert wird. Vor allem bei den Wallisern. Ja, eben, ja. Ja, aber Trauben klauen ist ja auch sehr easy, nicht? Also weißt du, wirst du von der Polizei kontrolliert. Sind da deine Trauben? Ja. Sicher? Ja. Okay. Ja. Die sind nicht angeschrieben. Ich kann Seriennummer. Nein, nichts. Du darfst ja mit Trauben rumfahren, wenn du willst. Ist jedem selber überlassen. Ich würde warten, bis die Trauben zu Wein verarbeitet worden sind und dann klauen. Das ist wirklich deutlich weniger Aufwand. Ja, absolut, oder? Das stimmt, ja. Und dann kannst du auch einen schönen Namen geben. Was ist das für ein? Das ist ein Walliser, ein Weisswein von 2021, ein Chateau Clau. Oder? Weißt du? Ja, Sachen, die die Wallis so gerne bei den Nachbarn holen. Ja. Führerschein, Trauben. Ehefrau. 100 Kilo Trauben gähnt, rund 100 Flaschen Wein. Mhm. Oha. Das heisst, der durchschnittliche Walliser muss etwa 350 Kilo klauen, um durch den Winter zu Oh Gott. Ja, gut, jetzt klaust du die Trauben, was machst du denn damit? Also, tust du sie daheim unter die Matratze? Oder wie, also, ja, weißt du auch nicht. Ja, die sind auch einfach zu betrunken, um zu checken, wo der eigene Rebberg aufhört und der nächste anfängt. Das ist wahrscheinlich kein böser Wille dahinter. Nein, ich meine, wir alle haben so Kollegen, oder? Wo plötzlich besoffen im Ausgang schreien, «Mein Bobbel ist geklaut worden! Mein Bobbel ist geklaut worden! Nein, wo ist mein Bobbel? Es ist weggekommen!» Und sagst du, ja, schau mal im anderen Hosensack. «Ah ja, da ist es!» Ja, wirklich. Hättest du schon eine lustige Betrunkengeschichte? Ich bin mal auf Fahrt am See. Für die haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, Michael. Wirklich schade. Next time again. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dann. Soll ich euch noch mal ein bisschen geil machen? Ja, unbedingt. Ich habe wirklich fast 10 Minuten von diesen Erotikgeschichten durchgelassen. Also, du darfst nur die Stimmprobe hören, bis du das Abo kaufst. Ach, du musst dann kaufen. Also, wie einfach das immer ein dreckiger Sexwert. Du wirst nur geil gemacht gegen Kohle. Es ist einfach so. Ja. Aber komm, wir geben noch einen. Okay. Ja. Na, du tolle Frau. So schön, dass du hier bist. Ich freue mich schon total darauf, mit dir unser nächstes sexy Abenteuer zu erleben. Ja, genau. Ich mag's aufregend und unbeschwert. Nichts ist mir zu ausgefallen. Hauptsache, wir beide haben unseren Spaß.